Was geht, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WoW mit dem Hexenmeister. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen was getan. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen bereits gesagt, dass wenn wir ganz stupide die Questline durchquesten wollen, dann geht das am Ende nicht auf, weil letzten Endes das Level dann meines Charakters nicht hoch genug ist, und deswegen habe ich schon mal zwei Innis jetzt nochmal gemacht. Gedroppt habe ich ein Handgelenk, jetzt ein 72er in der Instanz, in der letzten, glaube ich. Und ja, habe ein bisschen Gold wieder gemacht. Ich bin jetzt bei 2919 und Level 50, 57%. In der letzten Folge haben wir es ja doch nicht mehr geschafft. Deswegen beginnen wir heute mit der Tour durch Oribos. Wir haben hier auf jeden Fall schon den Pfeil, wo wir hin müssen. Und ja, wir müssen jetzt erstmal die Halle der Kuriosität besuchen. Danach müssen wir mit dem Schicksalsschreiber sprechen, dann die Halle der Formen besuchen und danach die Halle der Verwahrung besuchen und zu guter Letzt dann den Gastwirt einmal aufsuchen. So, let's go. Was ist hier verfügbar? Hier, ja, kriegen wir eine kurze Beschreibung, glaube ich zumindest. Ich lese mir das nie durch. Das war gerade mein Hund, den ihr da gehört habt. So, hier haben wir den Verwalter, den sprechen wir einmal an. Das ist, Halle der Verwahrung. Und weiter geht's. Hier gibt's übrigens, für all diejenigen, die das interessiert, die große Schatzkammer. Das ist dann, wenn ihr die wöchentlichen Aufgaben gemacht habt, sei es dann Schlachtzug, X-Monster, X-Bosse gekillt habt oder euren mythischen Schlüssel ein bisschen abgegradet habt, dann kriegt ihr ja immer mittwochs nach der Serverwartung, Mittwoch, glaube ich, kriegt ihr dann immer hier einen Teil raus. Das könnt ihr dann ganz normal öffnen. Hier ist das Ganze dann nochmal, je mehr Sachen ihr erledigt, also von diesen Aufgaben ihr erledigt, desto größer ist die Auswahl. Ihr kriegt immer nur ein Item pro Woche, aber die Auswahl ist einfach größer. Ich kenne da zumindest immer mein Glück. Wenn ich jetzt beispielsweise das Glück habe, ich drop ein paar 200er Schuhe oder 207er Schuhe und dann habe ich meistens das Glück, dass ich dann tatsächlich dann mittwochs immer Schuhe drin habe. Nur als Beispiel jetzt. Weiter geht's bei unserem Rundgang durch Oribos. Ich finde, die Stadt ist auch eigentlich ganz, ganz gut gelungen. Die ist recht hübsch geworden. Und hier, wie gesagt, können wir auch unseren Ruhestein setzen. Ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Das auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz gut, weil wir hier ziemlich zentral sind. Hatte ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt. Und ja, der Ruhestein hat zwar eine halbe Stunde Cooldown, aber im Regelfall sind die Aufgaben, die wir machen, doch ein bisschen zeitintensiver als eine halbe Stunde. Und dann können wir dann immer locker flockig wieder nach Oribos porten. Und so sind wir dann ziemlich mobil, wie gesagt. In der ersten Etage ist dann auch direkt der Eingang zum Schlund, beziehungsweise dann natürlich auch zum Torgast. Das Torgast ist ja im Schlund und wir müssen hier einmal rumlaufen, glaube ich. Durch diese Mauer können wir definitiv nicht durch. Ansonsten, wie gesagt, sind wir hier ziemlich mobil unterwegs. Dann ist das definitiv eine gute Sache, hier den Ruhestein zu setzen. Last but not least. Wo müssen wir hin? Hier, genau. Da, den NPC müssen wir anschnacken. Alright. So, dann ist die Quest damit erledigt und wir sollen zurückkehren. Das machen wir. Ich kann auch einmal kurz aufsatteln, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Ich werde es dann wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge dann einfach nochmal machen, dass ich im Vorfeld schon mal eine Ini gelaufen bin. Das ist ja jetzt relativ unspektakulär. Schwieriges Wort. Denn das sind die Instanzen aktuell noch von BFA. Und ich meine, die kennt ja jeder. Und habe ich auch schon einige gebracht auf meinem Kanal. Und deswegen mache ich das einfach im Vorfeld ein bisschen. Ich sage dann natürlich, wie es gelaufen ist, ob ich Drops gekriegt habe,
ja, sowas, da informiere ich euch schon ein bisschen. So, wir können hier wieder eine Quest annehmen. Alright, wir sollen mit Tal Inara sprechen. Das kriegen wir hin. Die Dialoge sind stellenweise wirklich ein bisschen lang, finde ich. Okay, Quest ist auf jeden Fall erledigt. Sprecht mit Kar-Share. Das ist der Dude hier. Okay. Der ist jetzt wieder ziemlich langsam unterwegs. So, ich habe das Ganze ein bisschen vorgespult, beziehungsweise einen Cut gesetzt, weil die NPCs, wie gesagt, sehr, sehr, sehr langsam unterwegs sind. Falls jemand von Blizzard gerade zuschaut, ihr könnt die NPCs ruhig einen Ticken schneller machen. Ich denke, wer Level 50 erreicht hat oder Level 48 erreicht hat, der ist imstande, dem NPC zu folgen, auch wenn er ein bisschen schneller unterwegs ist. Quest können wir abgeben, das machen wir. Öffnet das Tor zur Bastion. Okay, das ist das erste Levelgebiet dann letzten Endes. Hier müssen wir jetzt ja, das Tor öffnen. Wir müssen dem NPC schon wieder folgen. Alles klar. Ich setze dann nochmal eben kurz einen Cut. So, es hat lange gedauert. Aber ja, der NPC ist jetzt endlich angekommen. Den Flugpunkt können wir uns abspeichern. Und jetzt durch einen Rechtsklick auf dieses Schwert können wir den Weg zur Bastion uns freimachen. Wir können die Quest abgeben und direkt einmal die neue annehmen. Also wie gesagt, so kurze Quests hier, die geben definitiv sehr, sehr viel Gold. Und here we go. Auf unserem Würmchen machen wir uns jetzt von Oribos auf den Weg zur Bastion. Okay, Quest beenden, annehmen. Wir müssen jetzt mit Clea sprechen. Erledigt. Jetzt müssen wir dem NPC wieder folgen. Also wir müssen immer generell sehr, sehr viel den NPCs folgen. So, wir sind angekommen. Wir können die Quest auch wieder abgeben. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was euch besser gefällt. Wenn ich tatsächlich das Komplette zeige, sprich, wie ich einem NPC hinterherlaufe, aber ich denke, das ist wirklich uninteressant. Oder ja, ob euch das dann quasi besser gefällt, wenn ich diesen Teil dann eben rausschneide. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist nicht ganz so spannend, wenn man da sieht, wie ich einem NPC einfach hinterherlaufe. So, das gibt wieder 11 Gold. Und wir sollen Anima sammeln von Zenturionen in der Nähe. Alles klar, nehmen wir an. Sind das jetzt etwa die ersten Gegner, die wir töten müssen? Nein, nein, sind es nicht. Das geht hier. Einsammeln. Also, wir sammeln jetzt hier ein bisschen Anima. Extrahieren das. Okay, wir haben noch nicht genug. Ziehen wir uns dann hier noch ein bisschen was raus. 80%, 90%, 100%. Sehr gut. Können wir die Quest wieder abgeben? Könnt ihr mir Grüße aufwecken? Okay. So, jetzt sollen wir mehr erfahren über die Kyrianer. Ich nehme jetzt einfach mal. Ich glaube, es muss sich hier um einen Fehler handeln. Ich bin nicht tot. Ich komme aus Azeroth. Okay, das war offensichtlich das Richtige. Vielleicht hat es auch keinen Einfluss darauf, ob es richtig oder falsch ist. Und das ist letzten Endes egal, was man nimmt. Ich weiß es gerade nicht. Okay, wir satteln auf, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier was zu entdecken. Beziehungsweise wir sollen Stationen besuchen. Okay, einmal die Glocke läuten. Dann geht's zum nächsten Punkt. Hier geht's hin. Unterschreiben, okay. Wieder aufsatteln. Ist es hier nochmal eine Glocke? Okay. Das war jetzt nur eine rituelle Reinigung.
Ah, perfekt. Man bricht die automatisch ab, wenn man die Kamera bewegt. Okay. Okay, so. Und der letzte Punkt. Die nordwestliche Station. Die ist hier direkt ums Eck. Sehr gut. Da müssen wir, glaube ich, einmal Platz nehmen. Ja, einmal kurz Platz nehmen. Und dann können wir die Quest abgeben. Das ist direkt hier vorne. So. Abgeben. Quest beenden. Beantwortet Kilias Frage. Das machen wir. Okay, kurzes Gespräch später können wir die Quest hier abgeben. Und es wandern wieder 11 Gold in unsere Tasche. Und wir sollen mit Claire reisen. Okay, ich glaube, da können wir uns einfach dranhängen, ne? Oder auch nicht. Wir sollen offensichtlich laufen. Ich hätte schwören können, dass wir uns da an den einen NPC dranhängen können. Aber zumindest ist dieser NPC wieder ziemlich schnell unterwegs. Bringt auch sogar tatsächlich ein eigenes Mount mit. Gefällt mir sehr gut. Dafür gibt es von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir sind angekommen. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Dialog. Okay, ich möchte mir irgendwas zeigen. Gut, so eine Art Traumwelt ist es jetzt. Auf dem Weg nach Aspirantenrast. Mein Gott, das sind hier aber auch wirklich teilweise Namen. Uiuiuiui. Okay, hier ist ein Flugpunkt, den nehmen wir auf jeden Fall direkt mit. Flugpunkte immer als allererstes aktivieren, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr einen Flugpunkt verpasst habt. Okay, wir sind angekommen und können auch dementsprechend die Quest abgeben. Sehr gut, 2 Gold. Und wir kriegen 2 neue Quests. Einmal gibt es eine 84er Hose. Ich habe aktuell eine 48er an. Das trifft sich sehr gut. Das erste Rüstungsteil durch Questen, hat er gesagt, dass es jetzt hier langsam aber sicher losgeht dann mit Questen und zugehörigen Items. Was müssen wir tun? Erinnerungen getötet, 0 von 12 und wir müssen Pelagos finden. Okay, also geht's einmal hier runter. Das sind offensichtlich Erinnerungen. Okay, gehen wir rein hier. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob die Mobs reinhauen, also ob sie mir viel Damage drücken oder nicht. Aber es sieht tatsächlich so aus, als würden sie mir eher weniger Schaden machen. Okay. So, dann werde ich jetzt mal eben schnell die 12 Stück hier töten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Quest fertig habe. Okay, 11 von 12 habe ich jetzt. Wir gehen hier nochmal ein Stückchen weiter runter. Ich meine nämlich, dass der Pelagos hier unten irgendwo ist. Schauen wir einmal rein. So, den habe ich mir noch kurz gesnackt. 12 von 12. Okay, ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen weiter rein hier in die Höhle. Da hinten, da ist noch so ein Raum. Und da ist er dann, glaube ich, drin. Gib mir den Loot. Okay, so, hier ist die Erinnerung und hier ist der Pelagos. Dann töten wir die mal eben schnell. Wir haben hier Unterstützung. Hier sind noch 2 andere Chars. Sehr gut. Dann geht der auf jeden Fall zapzerab. So, erledigt. Loot-technisch, ist jetzt nicht erwähnenswert. Ein bisschen Trash-Loot.
jetzt nochmal einen kurzen Dialog. Nachdem wir jetzt raus sind aus der Höhle, können wir jetzt beide Quests abgehen. Sehr gut. Und dann gibt es tatsächlich das erste Item aus der neuen Quest. Und damit erhöht sich der Gearscore auf, Trommelwirbel, 52. Alright, okay, 52. Das ist sehr gut. Wir sind aber jetzt mittlerweile schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurze Tour durch Oribos und die ersten Quests in dem Gebiet Bastion. Falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, bin ich erstmal raus, Freunde der Sonne. Wir sehen uns im Livestream oder im nächsten Video. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und tschüss.